Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer Spätausgabe der Zeit im Bild. Mittlerweile ist auch Außenminister Schallenberg positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das wird heute an einem Tag bekannt, der wieder einen neuen Rekord an Neuinfektionen bringt. Schallenberg hat sich mittlerweile in Quarantäne begeben. Am Mittwoch war Außenminister Alexander Schallenberg noch beim Ministerrat und anschließend bei der Nationalratssitzung im Parlament. Bei beiden Anlässen in direkten Kontakt mit Abgeordneten und Regierungsmitgliedern. Letztere sind bereits allesamt negativ getestet worden. Angesteckt könnte sich der Minister beim Ratstreffen in Luxemburg am Montag haben. Dort war auch die belgische Außenministerin Sophie Wilmès. Sie wurde ebenfalls positiv getestet. Ob ein Zusammenhang besteht, ist noch nicht klar. Fast einen Tag lang ist in Salzburg nun die Gemeinde Kuchl im Bezirk Hallein in Quarantäne. Die Erfahrungen damit waren geteilt. Ich bin fast im Figau und darf der Bub nicht zu mir rumfahren von Figau. Das ist ein kompletter Witz. Dass man das hier in Österreich so groß anpackt, auspackt, das sind wir in Holland nicht gewöhnt. Aber ja, wir müssen damit leben. Ich werde auch vorbeigehen in den nächsten 14 Tagen und dann hoffe ich, dass es wieder bergauf geht. Bis 1. November sollen die Maßnahmen aufrecht bleiben, um das Ansteckungsrisiko auf ein Minimum zu reduzieren. Auch sonst in Europa steigen die Corona-Zahlen weiter an. Italien, Polen, Tschechien und auch die Niederlande vermelden Rekordwerte an Neuinfektionen. In Deutschland hat sich Bundeskanzlerin Merkel mit einem Appell an die Bevölkerung gewandt, weil auch dort die Zahlen weiter stark steigen. 7.800 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Es ist ein trauriger Rekord, den das deutsche Robert-Koch-Institut vermeldet und das den dritten Tag in Folge. Kanzlerin Merkel appelliert an die Eigenverantwortung ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Treffen Sie sich mit deutlich weniger Menschen, ob außerhalb oder zu Hause. Ich bitte Sie, verzichten Sie auf jede Reise, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. In Tschechien, wo es im Sommer so ausgesehen hat, als ob das Virus unter Kontrolle sei, zeigt die Kurve des Infektionsgeschehens steil nach oben. Die Behörden rüsten sich mit diesem neuen Feldspital in Prag bereits für den Gesundheitsnotstand. Mehrere europäische Regierungen versuchen mit drastischen Maßnahmen gegenzusteuern. So werden in Belgien alle Lokale für 4 Wochen geschlossen, außerdem gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Und auch in verschiedenen Städten Frankreichs heißt es des Nächtens jetzt rien ne va plus. Für die umkämpfte Kaukasusregion Bergkarabach gibt es Hoffnung. Die Regierungen von Armenien und Aserbaidschan haben eine Feuerpause vereinbart, die in Kürze in Kraft treten soll. Schon vor einer Woche haben sich die verfeindeten Länder unter Vermittlung Russlands zwar auf eine Feuerpause geeinigt, aber die ist kurz nach Inkrafttreten gebrochen worden. Auch heute wurde noch gekämpft. Bei schweren Raketenbeschüssen wurden mindestens 13 Menschen getötet. Armenien und Aserbaidschan kämpfen seit Jahrzehnten um Bergkarabach. Die Region wird von Armenien kontrolliert, gehört aber völkerrechtlich zu Aserbaidschan. Bei großen Demonstrationen in Thailand ist es zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Seit Monaten tobt in dem südostasiatischen Land ein Aufstand gegen das Königshaus, die Monarchie und gegen die Regierung. Es war eine weitere unruhige Nacht in der Hauptstadt Bangkok. Auf der einen Seite vorwiegend junge Menschen, die versuchen, die Sperrzonen zu durchbrechen. Auf der anderen Seite eine aufgerüstete Polizei, die die Menge mit Wasserwerfern zurückdrängt. Die Demonstranten kritisieren die Militärregierung. Sie fordern echte Demokratie und stellen sogar die bislang unantastbare Monarchie in Frage. Die Proteste dauern schon seit Monaten an. Bis zu 20.000 Menschen waren zeitweise auf Bangkoks Straßen. Zuletzt war ein Ausnahmezustand ausgerufen worden. Zugstationen wurden gesperrt und etliche Menschen verhaftet. All das nicht genug, um die Protestierenden zum Verstummen zu bringen. Der Ruf nach Reformen ertönt weiterhin auf Thailands Straßen. Zum Schluss noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Man kann sich in der Früh etwas Nebel halten. Im östlichen Bergland sind letzte Regentropfen möglich. Tagsüber kommt im Großteil Österreichs die Sonne durch und es wird eine Spur milder als heute. Am Montag geht es mit einer Mischung aus Sonne, Wolken und Nebel weiter. Am Dienstag kommt teils kräftiger Südwind auf. An der Alpennordseite wird es föhnig und deutlich wärmer. Das war ein kurzer Überblick über das Tagesgeschehen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Abend mit ORF 2. Auf Wiedersehen.